Ja, Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video zu Emergency 4 und der Biber-Felder-Modifikation. Ja, Leute, heute ist es endlich mal wieder soweit. Es ist ja wirklich jetzt eine Weile her, als ich das letzte Biber-Felder-Video rausgehauen habe. Jetzt heute mal wieder ein neues Video. Wir starten ins Video mit einem Garagenbrand. Fahrzeug kann nicht ausrücken, zu wenig Personal. Das ist ja wieder super. Da brauchen wir das Heile. Schick mal direkt ganz Löschzug raus. Wir wissen nicht, wie sich das da noch entwickeln wird. Kann ich nicht nachvollziehen, ey. Jetzt kann ich hier das Fahrzeug nicht alarmieren, weil zu wenig Personal da ist, ey. Ach du Scheiße, wir müssen wahrscheinlich die Autobahn sperren. Das Feuer entwickelt sich ziemlich rasch hier. Autobahnpolizei, wir werden die erste Spur schon mal safe absichern. Nummer 2. Ah, ich drücke immer die falsche Autobahn. Immer eine falsche Fahrbahn drücke ich. Es ist immer so. So, das Feuer entwickelt sich ziemlich schnell. BRB-Pol ist auf dem Weg zur Einsatzstelle. Ey, das hätten wir locker schnell im Griff gekriegt, wenn wir das LF hier alarmieren hätten können. Fahrzeug 1. So, wir stellen den EW hier in die Seite. Ja, er parkt natürlich jetzt halb den Hydranten zu. Ich hoffe nicht, dass er den ganz zuparkt. Wir werden schon das HL4 positionieren. Was gibt's? Parken wir hier am besten. Ich weiß nicht, ob hier noch Autos gleich hochgehen werden. Müssen wir aufpassen. Fahrzeug so, 6. Die letzten Tage habe ich jetzt ziemlich viel... Verstanden. Ziemlich viel... Warte mal. Ja. Okay. Bin unterwegs. Auf dem Weg. Scheiße, das entwickelt. Wir hätten da als erstes löschen sollen, dann hätte sich das nicht so schnell ausgebreitet. Ja. PA hätten wir auch noch anlegen können. Wir brauchen hier wahrscheinlich noch weitere Einsatzkräfte. Alarmstufenerhöhung geht raus. Geht nicht, alles klar. Jemand muss die Pumpe starten. Pumpe wird gestartet, dann brauchen wir noch eine Wasserversorgung zum Hydranten, zum Fahrzeug. So, kann ich das LF jetzt alarmieren? Ist immer noch nicht alarmbereit. Wir brauchen weitere Einsatzkräfte an der Einsatzstelle. Die Lage eskaliert langsam. TLF wird anfahren. Fahrzeug 43 hört. Und das andere HLF fahren wir erstmal an. Da wir die Nordhälfte von Biberfelde nicht auslasten können. Beziehungsweise wir brauchen ja noch Personal, falls was anderes reinkommt. Deswegen habe ich jetzt erstmal das TLF und das andere HLF alarmiert. Fahrzeuge sind auf dem Weg zur Einsatzstelle. Gut. Autobahnpolizei ist vor Ort. Wir werden hier schon mal die Dings absichern. So, stellen wir die... Fahrzeug 1. Whisky. Fahrzeug 1. EW wird aufgebaut. Wir werden vorsichtshalber... Whisky. Hier nochmal mit Pylonen absichern. Whisky. Weitere Einsatzkräfte auf dem Weg. Gut, können wir jetzt Alarmstufenerhöhung? Können wir nicht. Drehleiter können wir jetzt hier eigentlich auch nicht gut hinstellen, würde ich sagen. Ich verstehe nicht, warum die nicht andersrum fahren. Bin unterwegs. Fahrzeug 1. Fahrzeug 1. Lage. Leute, ich habe schon lange kein Biberfeld, wie ihr auch auf meinem YouTube-Kanal gesehen habt, ich habe schon lange kein Biberfeld mehr gespielt. Deswegen nimmt es mir nicht übel, wenn das hier am Anfang noch ein bisschen eskaliert. Ich muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Stellen wir hier hin. So, das dürfte eigentlich passen. Fahrzeug 43 hört.
Dann einmal den Monitor aufbauen. Ja. Pumpe starten. Wir werden direkt eine Wasserversorgung aufbauen. Verstanden. Bin unterwegs. Leute, wie würdet ihr das machen? Würdet ihr jetzt komplett die ganze Autobahn sperren oder? Wird ausgeführt. Oder nur eine Fahrbahn? Gerne mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Höre. Weil ich mir jetzt nicht sicher bin, ob ich hier eine, aber... Höre. Wird ausgeführt. Kein Problem. Batterie wird unterwegs. Wird umgehend durchgeführt. So, jetzt müssen wir die Kollegen hier wieder mal ein bisschen auffordern zum Löschen. Hat das kein Wasser mehr? Das hat kein Wasser mehr. Wir haben vergessen, hier die Wasserleitung zu bauen, beziehungsweise die Wasserversorgung. Müssen wir nochmal nachhaken. Kein Problem. Können wir jetzt das LF alarmieren? Fahrzeug 34. Böschungsbrand an der Autobahn. Ich meine, die letzten Tage war es ja wirklich ziemlich warm. Gerade in Brandenburg, um Berlin rum, gab es ja ziemliche Waldbrände, weil es viel zu warm war. Aktuell, glaube ich, auch noch ein zweiter Waldbrand, der ziemlich groß ist, wo, glaube ich, bis zu 600 Einsatzkräfte da sind, teils der Bundespolizei, der Bundeswehr, die da aushelfen. Das ist da wirklich schon krass, was da abgeht. In Schweden gab es ja auch ziemliche Waldbrände und da sind ja auch Fahrzeuge aus dem Raum Nienburg, Niedersachsen, sind dort eingesetzt worden. Das heißt, wir aus Nienburg sind nach Schweden gefahren, um in Schweden auszuhelfen. Hat man dann zahlreiche Videos gesehen, wie sie in Schweden eingetroffen sind und da echt super herzlich empfangen wurden. Da hat man schon leicht Gänsehaut gekriegt. Alleine auch schon, wenn man sieht, aus welchen Bundesländern die jetzt nach Berlin fahren. Ich weiß nicht, das ist echt... Ja, da fehlen einem die Worte. Also ich finde das echt cool. Dass man da so... miteinander arbeiten kann. Fahrzeug 4 und 3 schon unterwegs. So, wir werden erstmal drei Trupps hier mit PA ausrüsten, werden jetzt hier noch eine Wasserversorgung aufbauen, verstanden, damit wir uns um den generellen Garagenbrand da kümmern können. Bin unterwegs. Auf dem Weg. Was gibt's? Verstanden. Höre. Ach du Scheiße. Bin unterwegs. Das ist zu heiß für den Kollegen. Wir müssen uns da ein bisschen zurückhalten, es ist ziemlich warm da. Pumpe wird gestartet. Ja, ich habe jetzt erstmal die Autobahn auf halbe Spur gemacht. Ist mir jetzt auch zu gefährlich. Ich meine, wir haben ja hier auch einen Versprung drin. Ne? Das heißt, da könnten wir eigentlich nur von unten mit der Drehleiter ran. Wir brauchen einmal eine Türöffnung, Leute. Wir brauchen eine Türöffnung. Einmal die Axt schon mal holen und einen Ziehfix. So, erstmal Wasser halt. Wir müssen erstmal die Bude da aufmachen. Ziehfix kann nicht genommen werden. Ja.
So, Zifix wird geholt. Der Brand ist noch nicht unter Kontrolle. Es wird noch eine Weile dauern. Ja. Bin unterwegs. Das Gute ist, wir haben ihn jetzt schon ziemlich eingedämmt. Also viel passieren kann eigentlich nicht mehr. Achtung, gerade na. Was gibt's? Scheiße. Das war ein Fehler. Wir hätten einen mit PA dahin schicken sollen. Wir brauchen nochmal Notarzt an der Einsatzstelle. Rettungsdienst. Scheiße, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. 23. Ja, bestätige. Sofort. Kann er den wieder aufnehmen? Kann er nicht. Ja, auf dem Weg. Jungs, geht mal ein bisschen näher ran. Alles klar, schon unterwegs. Garage ist auf, Jungs, rein. Wir können den Notarzt dann noch nicht hinschicken. Wir müssen den Kollegen da erstmal. Ja. Schon unterwegs. So, Feuer in der Garage ist gelöscht. Wir bringen unseren Kollegen, unser Kamerad erstmal zum Rettungsdienst. Wir dann den Rettungsdienst übergeben. Ja, die Kollegen haben sich erstmal schön in Deckung begeben. Ja, auf den Weg. Notarzt einmal bitte wieder zum Rettungsdienst. So, Drehleiter wird jetzt nochmal komplett ausgefahren. Ja, bin unterwegs. In Ordnung. So, wie sieht's? Wo ist der Notarzt? Ja, wird gemacht. Schon unterwegs. Guck dir mal, endlich mal die Drehleiter komplett ausgefahren. Kenne ich eigentlich nur aus der Wuppertal-Modifikation. Feuer aus. Alter, was für ein Einsatz.